Und hallo Chris, willkommen Die oder guten Message Morgen war im wieder. Prinzip, man solle die Finger von Alkohol lassen. Ja. Ich Ja, dachte, wir sollen Alkohol trinken. sehr kryptisch, ja, sehr das kryptisch. auch, aber Wir auch. sollen Okay, Freunde. einen Kürbis Also schnitzen ich und bin so ein Blumen für unsere Mütter holen. wandelndes Gegenbeispiel, glaube ich. Wir sollen unseren Müttern Ich Blumen mute mich streuen, ganz kurz, bin könnten. gleich wieder da und esse jetzt diesen wunderschönen Toast. Boah, Du musst Alter, den wo Stream kann erlaubt ich machen. den Ich Ein will das Gewürge hören. Toastvoll. So, Chat. Also, Mods gerne Marker setzen. Auch für Caro. Also, wer es nicht versteht oder verstanden hat, wir haben gesagt, bei 1500 Subs, eigentlich 2000, wir haben es aber geswitcht irgendwann, um es cooler zu gestalten, esse ich das Lieblingsessen von Caro aus unserer Community. Und Caros, Frank Rosin, bitte genau hinschauen. Caros Lieblingsessen ist, ich zeig's nochmal, Toast mit Nutella und Lachs. Ich stelle es mir wirklich ekelhaft vor und ich habe wirklich keinen Bock, das zu essen. Ich habe einen Toast getoastet, den anderen ungetoastet. Dave Gaming, was ist denn dein Lieblingsessen? Vielleicht können wir das auch mal probieren. Bitte denkt dir jetzt nichts Krasses aus. So, Chat. Fange ich erst mit dem ungetoasteten an? Nee, komm, erst das. Oh, das riecht schon so krass. Kennt ihr diesen Lachsgeruch? Und dann habt ihr Nutella am Finger. Schmeckt das schon, diese Kombi? Erster Getoastete. Jetzt ungetoastet. Digga, das ist eine Kombi. Also an jeden, der behauptet, das würde gut schmecken, ihr seid verdammte Lügner. Das ist einfach über eine Kombi. Das Süße von Nutella, dann dieses salzige, der salzige Fisch. Oh ja, Gott, ich. Ja, ich esse es natürlich auf. Klar, ey, Chat, ich hab Hunger. Geil. Ah. Boah. Geil. Dieser erste fischige erste Geschmack. Und ein bisschen Snack mit mir raus. Es ist wirklich nicht geil. Also, es ist wirklich 10 von 10, Hand aufs Herz. Es ist nicht geil. Klapp zusammen runter damit. Nee. Dann kotze ich noch mehr Party. Boah. Ich hab ein bisschen Angst. Ich versuche ja schon diese Nutella außen zu essen, weil viel Lachs. Auf einem Bissen. Danke, Skara. Ja. Ja. Haben wir schon gemacht, Socke on Stream, war super. Bitte bring's hinter mir. Ja, Sven, ja. Ey, beides für sich ist super lecker. Aber zusammen. Also, Caro, wie du das dir jeden Morgen geben kannst, will ich auch nicht mehr lachen. Oh. Ich hole meine Leute wieder rein. Es ist wirklich Ich find's ekelhaft. eigentlich ganz geil, Menschen für Geld leiden zu lassen. Dave, ist es wirklich. Dave, ich lasse gerne bei dir 57 Subs da, davon abgesehen. Du wirst Ja. verstehen, was ich meine, wenn du einmal da reingebissen hast. Weil es ist. Ihr Ja, kennt, aber also. süß und salzig Dave, schmeckt ja, nicht also, zusammen. es ist wie. Es ist wie. Also Feuer und Wasser. Das eine ist so richtig salziger Nachgeschmack vom Fisch. Und dann hast du Bro. dieses süße Nutella. Es ist. Wirklich, es passt minus 10. Die Argumentation ist completely wrong. Guck mal, Also, salzig und Argumentation, es süß schmeckt nicht. ist einfach. Guck mal, salzig und süß ist nicht wie Feuer und Wasser, sondern ist wie Yin und Yang. Das kommt zusammen. Chips mit. Also salziges Chips Ich kann dir sagen, das plus hier schmeckt nicht nach Cola. Yin und Yang, Alter. Plus die süße Cola. Einfach godlike. Also, ich Das ist. behaupten. Ey, macht euch mal, bestellt euch Schlags. Haut Nutella rein. Nee.
Ich erweitere sogar mit ein paar Nordseekrabben, die ich da drauf packe. Digga, dieser Nachgeschmack. Der erste Biss ist schon so, wo du sagst, okay, der erste Biss ist schon unlucky. Aber der Abgang, das ist ja Schröder-like, ey. Boah. Was, Abgang ich hab, nicht ich hab aber, oder da? Aber ich habe kein Toastbrot. Vielleicht würde ich dann stattdessen Schwarzbrot nehmen, wenn das okay ist. Ich glaube, das ist sogar noch besser als Toast. Ich glaube sogar, dass weißer Toast, Weizentoast, noch besser gewesen wäre als Vollkorntoast. Ja, ich habe halt so richtig schwarzes Brot, einfach nur ganz normal. Dieser Moment, wo du abbeißt, nur abbeißt und dann so ein Lachs halb runterfällt und du den noch mit der Zunge noch reinschnalzen musst. Stell dir doch einfach mal vor, es wäre ein Schokofisch. Also, für nächstes Mal kommen. Muss Mike einfach ein Schokofisch. Sabaton, ne. Nächstes Sabaton, Mike macht sich eine Schokopizza und gibt darauf Lachs. Alter. Was mach ich? Eine Schokopizza. Nee, pass auf. Schokopizza und vier Jahreszeiten. Überall ist irgendeine andere Zutat. Wahr, Junge. Bei einer ist Lachs, bei einer Nordseekrabben. Aber? Bei der anderen. Fisch. Also. Ich muss jetzt nicht. Ich muss jetzt nicht. Paprika, das ist wahrscheinlich. Ich muss jetzt nicht kotzen oder so. Aber es ist wirklich unangenehm. Also es wird ein bisschen übel. Ich finde übrigens den Gedanken, dass Mike diesen Geschmack jetzt bis zum Ende des Streams im Mund hat, sehr befriedigend. That's what she said. Schokofisch. Ja, aber schwabbelt auch ein bisschen in deinem Mund nach, ne? Ja, natürlich. Ich habe hier überall Schokolade. Oh Mann, ich habe da eine ganze Hälfte. Irgendwie schmeckt der Getoastete besser als der Ungetoastete. Du hast ja nur noch einen Toast. Digga. Du bist der Latifi der Essensmensch. Was willst du von meinem Toast? Er isst ungefähr so schnell wie Latifi fährt. Ja, natürlich, Mann. Weißt du, weil ich halt keinen Bock habe, das zu essen. Der Mike genießt das halt, Leute. Bewusstes Essen. Mit deinen Augen, er genießt. Auch mal dankbar sein für das, was man hat. Bewusstes Essen. Aber siehst doch positiv, Mike. Du isst immerhin ein paar Proteine mit. Das Schlimme ist, ja, ich hab. ich hab um 5 Uhr gedacht, wir machen den Stream aus. Und jetzt sitze ich hier um 6 und schiebe Lachs mit dem Teller in die Fresse. Das wollte ich auch nicht sagen, Alter. So blauäugig, dass du das wirklich geglaubt hast. Du dachtest auch, um 1 wäre schon Schluss. Und nur weil Domi Eberle, Arnold Schwarzenegger, Angela Merkel, Gina-Lisa Lohfink hier im Stream beschenkt hat, Prico auch die Taste Subben entdeckt hat und Bambi besoffen von der Milchbar kommt und 10 Subs ihr lässt, bis Dave Gaming wach ist und Ela wach sind und die dann nochmal hier reinhauen. Ey, ich bin die ganze Zeit wach. Ich wollte gerade auch sagen, den Anton aus Tirol nicht vergessen. Hallo, wer geht denn um die Zeit? So, wisst ihr was, ich will das jetzt hinter mich bringen. Ja, we're the Menschen, Dave. Weiß auch nicht, wer aufwacht. Man bleibt bis 6 Uhr wach, aber man pennt nicht bis 6 Uhr. Nee, bis 6 Uhr penne ich auch nicht. Beim 6 Uhr sitze ich normal was auf Arbeit. Ich normal auch, aber ich habe Urlaub. Ja, so sieht Genuss aus, Mike. Was ist dieses Arbeit? Ja, was ist Arbeit? Oh, Mike, richtiger Genussmensch. Ja, er genießt so richtig. Ich bin kleiner Tiffy. Oh, schön. Ich bin keiner Tiefi. Oh. Jetzt klang gerade so schön trotzig. Ich hab so viel Schokolade jetzt im Mund und irgendwo ist Lachs dazwischen. Jag mich nicht, ich bin voll mit Schoki. Bah. Mit vollem Mund spricht man übrigens nicht, Mike. Ne? Das mit dem Bier richtig geil, oder? Du Lars. Oh ja, mit Bier kannst du alles runterspülen. Danke, Buggy, für den Clip. Du Lars, wir haben jetzt einen Kochstream zusammen, ne? Weil wir 1000 Subs geknackt haben. Ich sag dir, wenn du dann in die Küche kommst, ich empfange dich mit dem Lachstoast mit Nutella. Da musst du aber damit rechnen, dass ich jetzt auch nicht das Allergeilste kochen werde, ne? Jetzt krummelt's im Magen, ey. Boah. Kleiner Pro-Tipp, probier einfach im letzten Bissen nur noch Nutella drauf zu haben. Ja, guck mal, dein Pro-Tipp.
Wie soll ich das machen? Sag mir. Den Lachs mal rauslassen. Ja, zieh einfach den Lachs raus. Okay, Gott, das ist auch. Oh. Wow. Sieht doch einfach aus, als hättest du schon mal gegessen. Boah, ich glaube, ich mache mir jetzt einen schönen Sauvignon Blanc dazu auf. Ja, das ist richtig. Rosso de Mio. Ach, Freunde. Das muss ja echt nicht sein. Da war ein Teller auf dem Teller, bitte ablecken. Boah, Bambi sagt. Wann ist Bambi eigentlich gegangen? Das waren die best investierten 200 Euro in meinem Leben. Ach ja, der ist weg? Lol. Rührei mit Nutella ist es? Nee, Manny. Oh Gott, Mammel. Ey, diese ganzen weirden Essenskombos. Ich habe mal überlegt, auf Twitter einfach alles zu sammeln, was Leute an weirden Essenskombos mal posten. Darf ich die Thumbnail sein? Alles mal zu testen. Darf ich die Thumbnail dabei sein? Boah, ey, mein Magen denkt sich gerade wirklich. Was ist das? Seefahrt, Junge, der denkt sich Seefahrt. Weil ich habe ja seit 6 Stunden nichts gegessen. Oder 7. Aber es war eine ausgewogene Mahlzeit, muss man ja sagen. Top. Du hattest ein bisschen Ballaststoffe, ein bisschen Kohlenhydrate, ein paar Fette sind mit Sicherheit auch dabei. Und du hattest die Proteine des Fischs, also. Es waren Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch in einem. Das war auch nicht jeder. Ich hab gekocht. Der war vorher gefragt, ob er den Toast anbräunen muss, oder? Boah, Alter. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie der Nachbretter zündet. Ja, ich werde dir berichten. Ja. 10 Stunden gestreamt. Könnt ihr Boah, Freunde. Auslassen? Ich muss aufstoßen, ich sag's, wie es ist. Boah. Das Fenster oder was? Aber ist nicht auch irgendwie geil, diese süße Schokolade Nein. mit diesem Fischigen? Nein, nein. Imagine so eine Milka-Lachs-Edition. Nein. Nein. Oh, Gewürzgurken mit Nutella ist geil. So, Chat, oh, Dankeschön Gott, für 1500. Bedankt euch bei Dave und Ela. Stell ich mir auch furchtbar vor. Ihr beiden sind Gönner. Und allen, die die Minute da lang gesappt haben. Hallo, Hannes. Vor allem trägst du dann Sprudelwasser hinterher. Sprudelwasser mit Schokolade, das ist das ekelhafteste, was es gibt. Ich habe jetzt noch einen Kaffee. Ich schmeiß jetzt trinken, wenn du gleich rülpsen musst, kommt der Geschmack nochmal. Ich schmeiß jetzt. Also mehr davon. Es war stilles Wasser. Und jetzt hau ich mir noch einen Kaffee hinterher, alles jetzt in den Magen rein, komm. Ehre. Denk dir beim Kaffee einfach eventuell immer, dass da so kleine Fische noch drin schwimmen. Patex. Erstmal Dave, nein. Patex. Patex, wir können jetzt nicht kurz festhalten, nachdem ich mir Lachs mit Nutella in den Schlund gepackt habe, dass 6 Uhr ist und verfickt nochmal 20 Grad draußen sind. Das ist mir scheißegal. Bei mir jetzt ist noch, 14. Jetzt noch ein Holy hinterher. Ja klar, Domeso. Ja, bitte. Aber nur, wenn ich den aus Lars Bauchnabel trinken darf. Da passt viel rein, Mike. Du kennst meinen Bauch. Ja, der ist sehr tief. Guten Morgen an alle, die gerade reinkommen. Ja, die Ravens haben gewonnen, Mirko. Sonst hast du nichts verpasst. Oh Gott, ich muss aufstoßen. Ja, mehr war nichts. Puh. Nein, gar